entfernt aus der Telefonleitung auch das Internet. Und damit kann man sogar fernsehen. Wenn Sie wirklich etwas Besonderes genau dafür wirbt die Telekom und zeigt monumentale Bilder in gestochen scharfer Auflösung. Das Ganze heißt dann Home and Entertain oder auch Fernsehen der Zukunft. Kein Anschluss unter dieser Nummer. So sieht das Fernsehen der Zukunft bei Ben Köbing aus. Seit über 2 Monaten sollte Home and Entertain eigentlich schon laufen. Hatte mich dann gemeldet, was mit meinem Home Entertain Anschluss wäre, mit Liga Total, mit den Filmen, mit Bundesliga Total. Ohne Erfolg. Das sind meine Schreiben, E-Mail, Faxe und Einschreiben zur Deutschen Telekom. Mein erstes Schreiben war vom 15.12., nächstes Schreiben vom 23.12. E-Mails, die ich geschrieben habe, ab dem 6.1. täglich, 6.1., 7.1. Und hier sogar 10.1. Ja, Einschreiben mit Rückschein. Haben Sie auf irgendwas mal eine Antwort bekommen? Nein, ich habe nie eine Antwort bekommen. Es stellt sich heraus, die Telekom kann Herrn Köbing nur einen Internetanschluss mit 6000 Kilobits zur Verfügung stellen. Versprochen und nötig für Home und Entertain sind 16.000 Kilobits. Statt Fernsehen der Zukunft hat Herr Köbing also nur einen gewöhnlichen Internetanschluss von der Telekom bekommen, genannt Call and Surf. Die Reaktion auf die Intention meiner Kündigung wegen Nichtvertragserfüllung war gewesen, dass die Vertragsbindung Entertain gekündigt werden kann, da es ja nicht verfügbar ist in meinem Anschlussgebiet, aber Call and Surf ich weiterhin nutzen muss als Kunde, da ich ja schon länger wie 3 Monate Call and Surf nutze. Das heißt 24 Monate Vertragslaufzeit zu 35 Euro, was ich beim anderen Anbieter für knapp die Hälfte bekommen könnte. In dem Fall muss der Kunde ganz klar den Vertrag nicht erfüllen. Er hat ein Paket bestellt, für das bestimmend war, die zur Verfügungstellung von Internet-TV in Form eines Entertainment-Paketes. Wenn das nicht erfüllt wird, dann kann er aus dem Vertrag raus. Aber Recht haben und Recht bekommen sind 2 Paar Stiefel. Ja. Beim Markt häufen sich Zuschauerbeschwerden über das Entertainment-Paket der Telekom. Sie wird gekündigt, aber kommt raus. Hier auch. DSL-Anschluss. Hier auch. Entertain gekauft, dann nicht verfügbar, aber jetzt soll sie den Call and Surf, den Internetvertrag soll sie jetzt erfüllen. Das hören wir häufiger auch in unseren Beratungsstellen, dass wenn der Kunde seine Rechte ausübt, dass die Unternehmen nicht darauf reagieren, sondern auf Fortbestand des Vertrages pochen. Dann bleibt dem Kunden im Grunde genommen nichts anderes als rechtlichen Rat zu suchen, sei es durch die Verbraucherzentralen, sei es durch einen Anwalt, und lässt sich das außergerichtlich nicht klären, sogar auch vor die Gerichte zu ziehen. Neben dem Gericht ist aber offenbar auch das Fernsehen sehr hilfreich. Wir lassen ihn aus dem Vertrag. Hier hätten wir sicherlich schneller reagieren müssen. Das bedauern wir sehr. Das ist sicherlich von unserer Seite aus ein Fehler gewesen. Herr Köbing kann natürlich aus dem Vertrag raus, weil wir ihm die Leistung, die er gerne haben möchte, nicht zur Verfügung stellen können. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Auch Eva Josting hat das Entertainment-Paket der Telekom. Es funktionierte sogar. Leider nur 6 Monate lang. Ab Oktober ging dann das ganz große Chaos los, dann hatte ich kein Fernsehen mehr. Von heute auf morgen. Einfach so. Ich habe dann bei der Hotline angerufen und nachgefragt, woran es denn liegt. Und dann hieß es, dass es einen Widerruf gegeben hätte von mir. Dann habe ich gesagt, ich habe keinen Widerruf gestartet. Ob das denn schriftlich vorliegen würde? Nein. Das wäre aber auch kein Thema. Innerhalb von 48 Stunden würden sie mich wieder freischalten. 3 Monate tut sich nichts. Dann wird die Telekom doch aktiv. Und kappt Eva Josting auch noch die Internetleitung. Ab 18.01. war es dann so weit, dass ich auch kein Internet mehr hatte. Also ich hatte kein Fernsehen und kein Internet. Und die Odyssee mit der Hotline ging weiter, dass ich immer wieder angerufen habe und gefragt habe, was jetzt Sache ist. Und es tat sich nichts. Es ist ein sehr häufiger Beschwerdegrund bei uns, dass Telekommunikationsunternehmen einfach nicht reagieren. Dass sie den Verbraucher auflaufen lassen, der dann erst mal hilflos davor steht. Da hilft es im Grunde genommen nur, immer wieder auf seinen Rechten zu bestehen, einen Anwalt oder die Verbraucherzentrale einzuschalten und auch nicht davor zurückzuscheuen, das Gericht zu bemühen. Oder eben das Fernsehen. Kaum erfährt die Telekom von unserer Berichterstattung, ruft ein Mitarbeiter bei Frau Josting an und verspricht Hilfe. Noch während unserer Dreharbeiten. Das war der Service-Vorstand. Eine ganz neue Erfahrung.
Es war völlig anders. Also zum einen, dass er sich mit Namen gemeldet hat, dass er sich entschuldigt hat, dass ich das Gefühl hatte, er nimmt mich jetzt wirklich ernst und auf mich eingegangen ist, mich gefragt hat, was wollen Sie denn oder was wünschen Sie sich an Geld? Das kam mir vorher nie. Von der Entschädigung war ja sowieso nie die Rede. Die Frage, die sich aufdrängt, ist ja, warum ist der Service immer ab dem Zeitpunkt gut, wenn das Fernsehen sich einschaltet? Das hat in dem Fall überhaupt nichts damit zu tun. Die ganzen Kundenanfragen und auch die Kundenfälle werden von uns unabhängig davon bearbeitet, ob sie ins Fernsehen kommen oder nicht. 1&1 will alles besser machen und wirbt in diesem Spot für mehr Kundenservice. Hallo, ich bin Marcel Davis, seid der neue Leiter für Kundenzufriedenheit. Laienstimme, Dialekt, 3-Tage-Bart. Und wenn bei Ihnen irgendetwas nicht richtig läuft, bringen wir es zum Laufen. Marcel Davis wirkt authentisch. davis@1&1.de. Aber macht Herr Davis auch noch was anderes, als Werbespots zu drehen? Ein ganz wichtiges Anliegen wäre für uns ja, dass wir mal Herrn Davis treffen. Einfach weil uns auch interessiert, gibt es den wirklich? Ist das nur eine Werbefigur? Wir fragen die 1&1 Pressestelle. Den gibt's wirklich. Okay, der hat so viel zu tun, uns zu treffen. Muss ich um die Kunden kümmern? Verstehe. Kunden wie Klaus Hoffmann vielleicht? Er wartet seit fast 4 Monaten vergeblich auf seinen Internetzugang. 1&1 kann zwar nicht liefern, kassiert aber die vollen Monatsbeiträge. Herr Hoffmann schreibt Herrn Davis. Ohne Erfolg. Jetzt denkt Herr Hoffmann, dass... Das Werbeversprechen keinesfalls eingehalten wird und dem Kunden nicht mehr geholfen ist als vorher auch, wenn man dort ein Problem hatte bei 1&1. Bin ja schon jahrelang Kunde bei 1&1 und habe die gleiche Erfahrung früher mit dem normalen Kundenservice gemacht, wie jetzt mit dem Herrn Davis auch, trotz des Werbeversprechens. Grundsätzlich gilt, wenn eine Leistung nicht erbracht wird, wenden Sie sich nicht an die Hotline, sondern machen Sie es schriftlich, am besten per Einschreiben. Setzen Sie eine Frist zur Mängelbehebung. Die Verbraucherzentrale empfiehlt 14 Tage. Schreiben Sie, dass Sie ansonsten kündigen und vollziehen Sie diese Kündigung dann schriftlich. Wenn das Unternehmen nicht reagiert, suchen Sie einen Rechtsbeistand. Im Zweifel müssen Sie vor Gericht oder vor die Kamera. Auf Nachfrage von Markt bedauert 1&1 die Unannehmlichkeiten für Herrn Hoffmann und erstattet ihm sein zu viel gezahltes Geld.